Buenos dias, ihr zukünftigen Millionäre. Wow, wie soll ich anfangen? VeChain macht momentan so viele Leute glücklich. Eine der Kryptos, an der am meisten gezweifelt wurde im Crash. Und sogar erst in den letzten Monaten wegen den China-News. Eine Krypto, die immer wieder so unterschätzt und schlecht geredet wurde, ist in letzter Zeit eine der Kryptos, die am konstantesten nach oben gestiegen ist und dies langfristig weiter tun wird, Richtung Allzeithoch. Heute gibt es sehr viele wichtige Infos für VeChain-Besitzer. Wann verkaufe ich? Wie verkaufe ich? Was kann man von VeChain noch erwarten? Was treibt VeChain momentan? Wichtige News und sehr viel mehr. Ganzes Video anschauen. Pflichtvideo für Halter. Ich würde mich über ein Like und Kommentar freuen, da ihr mich so am besten unterstützen könnt und den Algo kräftig pusht für mich. Ich verteile zudem immer mal wieder zufällig gratis USDT an einen zufälligen Like und Kommentar. Falls euch meine Gruppen überhaupt nicht interessieren, oben links im Video könnt ihr sehen, wann der Videoinhalt beginnt und bis dahin überspringen. Falls ihr in die Telegram-Gruppe von mir wollt mit exklusiven Tipps, schnellen Signalen und Ordern und die wichtigsten News und wie man handeln muss in jeder Marktsituation, wie meine Mitglieder die Cardano, Ripple, VeChain am Tiefpunkt kaufen konnten, fast perfekt diverse Kryptos, zum Beispiel auch Shiba, an den Höhepunkten verkaufen konnten mit meinen Signalen und starke Trades auch mit kleineren speziellen Kryptos, aber auch viele wichtige Inhalte und Signale für Leute, die nicht aktiv traden, sondern einfach nur hodeln. Und der Discord, der sozusagen eine perfekte Anfängerausbildung ist und alle wichtigen Themen für Anfänger behandelt, um in diesem Markt perfekt einzusteigen. Dann seid ihr in meinen Gruppen richtig. Eine Mitgliedschaft ist erfordert für den Zugang zu den Gruppen. Stoppt das Video kurz und lest das Angebot hier auf dem Bild durch. Zu den Gruppen kommt man mit dem ersten Patreon-Link in meiner Videobeschreibung. So, wir fangen das Video direkt mal mit einer Collage an. Diese Collage habe ich gestern in meine Gruppen geschickt. Sie ist gerade eingeblendet im Video. Die Nachrichten, die ihr lest, sind von Leuten, die VeChain angezweifelt haben nach all den China-News, weil sie dachten, dass VeChain jetzt automatisch schlecht sei, beziehungsweise VeChain kein profitables Projekt mehr sein könne. Diese Nachrichten kamen Ende September, da war VeChain fast halb so viel wert wie heute. Der Preiskurs in der Mitte von der Collage zeigt den VeChain-Preis von gestern. Er ist heute sogar noch höher und noch mehr gestiegen. Natürlich, VeChain ist noch ein Stückchen vom Allzeithoch entfernt, aber das Teil war teilweise bei 0,06 Dollar im großen Crash. Meine 0,06 Dollar Buy-Order in den Gruppen hat perfekt getriggert vor vielen Monaten. Meine 0,084 Dollar Buy-Orders erst ein paar Monate zurück haben irgendwie 3 bis 4 Mal getriggert. Aber Ende September haben so viele Leute den Glauben an VeChain verloren, es schlecht geredet, verkauft oder auch einfach nur Zweifel bekommen wegen China. Die eingeblendeten Nachrichten sollen nicht der Schadenfreude dienen, nur zeigen, dass ein gutes Projekt sich immer durchsetzt. Völlig egal was für News. VeChain hat Mäuler gestopft. Die Leute aus meinen Gruppen, die meine Buy-Orders gesetzt haben und den Glauben nicht verloren haben wegen meinen Beruhigungsnachrichten, sind jetzt teilweise 50 bis 200% im Plus mit ihren Wettpositionen. Sogar Leute, die sich im April zu Höchstpreisen bei Wett eingekauft haben, also zwischen 0,2 bis 0,25 Dollar, sind jetzt mittlerweile durch gezieltes und smartes Nachkaufen wieder in den Plusbereich gekommen. Was ich damit sagen möchte, wenn ein Projekt gut ist, wenn die Idee stark ist, wenn da Arbeit geleistet wird, dann ist es völlig egal, was für News aus China kommen, völlig egal, wie der Preis gerade aussieht. Gute Projekte werden sich immer durchsetzen und dann glaubt man verdammt nochmal an das Projekt und hält es. Man darf keine Panik bekommen, weil man auf dem Bildschirm 30% Minus hat. Man steht das durch, man kauft sogar schlau unten ein und vergrößert seine Position, weil man daran glaubt und dann erntet man auch die Früchte davon. Ich werde bis zum Allzeithoch von VeChain etwa einen Drittel meines Trading-Bestandes verkaufen für sicheren, realisierten Profit. Der Großteil vom Rest wird anschließend nach genauerer Analyse mit genauen Sell Orders dann ab dem neuen Allzeithoch, den ich erwarte, verkauft. Ich denke, VeChain wird noch sehr, sehr viele Leute glücklich machen. Ich rate dennoch zu Gewinnmitnahmen, denn man hat es schon im Frühjahr gesehen. VeChain ging auf 0,26 Dollar, dann auf 0,06 Dollar. Man hätte den Profit seines Lebens gemacht, hätte man hoch verkauft und tief eingekauft. Macht den Fehler nicht nochmal. Zu guter Letzt gibt es noch die wichtigsten VeChain News der letzten Tage, die alle dazu beigetragen haben, dass der Preis momentan so steigt und wohl auch weiter steigen wird. Allen voran ist der Mainnet Launch von Proof of Authority 2.0 von VeChain am 16. November. Der Preisanstieg hat sicher damit zu tun, wie der damalige Preisanstieg von Cardano auf 3 Dollar in Antizipation auf den Smart Contract Launch. Ich habe dies bereits mal kurz thematisiert in einem Video. In meinen Gruppen ist dies sowieso permanent Thema und es gibt ständig Updates.
Bald, kurz vor dem 16. November, werde ich aber wohl noch ein VeChain-Video dazu machen. Als nächstes kommt natürlich der Bitcoin-Preis, der die letzten Tage extrem gut performt hat, neues Allzeithoch gebrochen hat und viel Volumen sieht. Das ist aber natürlich selbstverständlich, denn wenn Bitcoin steigt, steigen meist alle größeren Coins mit, mehr oder weniger. Dann gibt es noch ein paar starke News von VeChain, die die letzten Tage rauskamen. Erstens, VeChain wird von der Shanghaier Minhang-Regierung eingeladen, die Anwendungsfälle seiner Produkte zu diskutieren. VeChain, die führende Blockchain-Plattform für Unternehmen, ist auf dem Weg in eine vielversprechende Zukunft, in der Blockchain von großen Unternehmen und Regierungen produktiv genutzt wird. Die VeChain Foundation wurde im Rahmen dessen zu einem exklusiven Side-Event der China International Import Expo eingeladen, das vom Investitionsinstitut der Shanghaier Minhang-Regierung ausgerichtet wurde, wie kürzlich über den offiziellen Twitter-Handle der Foundation berichtet wurde. Dem Bericht zufolge konnte die VeChain Foundation, vertreten durch ihren CMO, live Anwendungsfälle der VeChain Tor Blockchain Produkte und die in AirTrace eingebettete Anwendung, die gemeinsam mit PwC entwickelt wurde, vorstellen. Die VeChain Foundation twitterte: VeChain wurde vom Investitionsinstitut der Shanghaier Minhang-Regierung zu einem exklusiven CIIE-Side-Event eingeladen. Vor einem Raum mit großen internationalen Unternehmen und Regierungsbeamten hat unser CMO live Anwendungsfälle von Wets Blockchain-Produkten und AirTrace, das gemeinsam mit PwC entwickelt wurde, vorgestellt. Zudem gab es vor ein paar Tagen diese sehr starke VeChain-News. VeChain setzt auf Nachhaltigkeit und ernennt ex-Deloitte Global Blockchain CTO Antonio Senatore zum Leiter der Technologie für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Es war im Oktober 2018, als VeChain das erste Digital Carbon Ecosystem Projekt startete, dessen Unterzeichnungszeremonie unter den Augen seiner Majestät König Harald V. und ihrer Majestät Königin Sonja von Norwegen stattfand. Seitdem hat die VeChain Foundation an mehreren kohlenstoffbezogenen Projekten in der EU und China gearbeitet und Unternehmen mit blockchain-gestützten Nachhaltigkeitslösungen versorgt. Als eine der umweltfreundlichsten öffentlichen Blockchains setzt sich VeChain Tor dafür ein, globale Unternehmen und Regierungen dabei zu unterstützen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, SDGs, effizient, schnell und kostengünstig zu erreichen. VeChain selbst sagte dazu: In Verfolgung dieser Vision und Mission freuen wir uns, bekannt zu geben, dass Herr Antonio Senatore ab dem 26. Oktober 2021 offiziell der VeChain Foundation als Leiter der Technologie für SDGs beigetreten ist, mit dem unmittelbaren Ziel, die technischen Kräfte von VeChain aufzubauen, die sich auf die Bereitstellung von SDGs und damit verbundenen Ökosystemen konzentriert. Zu seinem Eintritt bei VeChain sagte Antonio selbst: Es ist ein natürlicher Schritt für mich, meine Reise mit vollem Engagement für die VeChain Foundation fortzusetzen und mich auf die SDGs zu konzentrieren. Die 17 SDGs bilden den Kern des globalen Konzepts für die Umsetzung der Agenda für nachhaltige Entwicklung und ich bin stolz und leidenschaftlich, dass ich dank der VeChain Foundation und ihrer Technologie meinen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten kann. Mein Ziel ist es, Organisationen und Regierungen eine Plattform zur Verfügung zu stellen, um diese Ziele zu verfolgen, zu messen, zu verifizieren und Fortschritte zu erzielen. Die Nutzung von VeChain Tor, einem Blockchain-Netzwerk, das eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Anwendungen im Zusammenhang mit Kohlenstoffemissionen und Nachhaltigkeit spielt, ist für mich der richtige Schritt. Die öffentliche Blockchain ermöglicht das Maß an Vertrauen und Transparenz, das erforderlich ist, um die globalen Verpflichtungen in Bezug auf die SDGs zu erfüllen und mit Hilfe von vertrauenswürdigen Daten sinnvolle Veränderungen voranzutreiben. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft bringt. Ihr seht, Freunde, wenn man an VeChain gezweifelt hat und diesen starken, zukunftsorientierten und arbeitleistenden Token verkauft hätte, hätte man es heute stark bereut. Denn völlig egal, was für News rauskommen, was gerade gehypt wird oder wie der Preis momentan aussieht, VeChain arbeitet und arbeitet. Es kommt Fortschritt nach Fortschritt und VeChain hört auf seine Community, so wie eine Abstimmung letztens erst gezeigt hat. Ich spreche nicht grundlos von VeChain seit Anfang Jahr. Falls ihr schon so lange dabei seid, werdet ihr euch erinnern. Nicht grundlos ist VeChain eine meiner Lieblingskryptowährungen im gesamten Markt. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar zu meiner Unterstützung.
Und vergesst bitte nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, selbst Recherche zu betreiben. PS, falls ich mich krank angehört habe, ich bin immer noch ein wenig erkältet. Das war Kryptowährung News.